Was geht, meine positiven Freunde? Mein Name lautet Danny Burnish. Willkommen zu einem neuen Teil von Road to Commander. Und jetzt immer täglich, also außer heute, nicht um 15 Uhr, aber sonst täglich jetzt immer um 15 Uhr auf diesem Kanal ein Part von Road to Commander. Und ja, wir sind im letzten Part Level 28 gekommen und wir haben das beste Avatar der ganzen Welt, haben wir definitiv. Und ja, wir spielen erstmal zur Aufwärmung wieder eine Runde frei für alle. Und ich bin gerade extrem warm, ich schwitze sogar ein bisschen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Nur so ganz leicht, also es geht auf jeden Fall noch, ist nicht so schlimm. Aber zur Aufwärmung werden wir erstmal eine Runde frei für alle spielen, weil ich schon heiß genug bin. und wir spielen gegen zwei Swagger-Leute und der hat das beste Avatar der ganzen Welt. Das ist so lustig. Was hat der? Nice, so ein Gangster mit Mütze oder was? Yo. Wow, what the fuck? Ne, geil, Alter. SP-Hater. Okay, der hat ein langweiliges. Also ich habe definitiv das beste Avatar der ganzen Welt. Ja, definitiv. Okay, los geht's. Mit diesem Fly vor allem. Und wir spielen auf Raid. Der besten Map im ganzen Spiel. Ich glaube sogar, das ist so die Wahrheit, finde ich sogar. Was sagt ihr? Ich glaube, das ist die beste Map im ganzen Spiel. Ja. Definitiv Raid ist die beste. Und wir spielen mit der MSM10, weil wir die freigeschaltet haben und ein paar Aufsätze dafür brauchen. Oder habe ich schon... Nee, ich habe noch gar keine Aufsätze für die MSM10. Deswegen werden wir erstmal Aufsätze freischalten müssen und es geht los! Die Mission muss um jeden Preis ein Erfolg werden. Okay. Oh oh. Oh oh. Der kommt hier lang, oder? Nein, Arsch! Ich wusste es ganz genau, Alter. Ich wusste es ganz genau. Oh mein Gott, ich weiß gar nichts mehr hier in dem Spiel, Alter. Hallo, danke für den freien Kill, vielen Dank. Kannst du öfter machen, wenn du willst. Ist immer cool, wenn ich freie Kills bekomme. Oh, what the fuck? Ah, oh, hab ich mich erschreckt, Alter. Gott, habe ich gar keine... Oh, ich kann mich gar nicht mehr... Gar keine Reaktionszeiten mehr. Oh mein Gott. Boah, ich schwitze so, ne? Ihr seid einfach zu heiß. Ja, ihr seid definitiv zu heiß. Das liegt an euch. Ihr dürft nicht zu heiß sein, bitte. Ahahaha. Ich wette, einer ist im Haus jetzt gerade. Okay, da hinten sind die alle. Wie viele Leute haben wir denn? Okay, das ist eine volle Lobby. Das heißt eigentlich, ich müsste immer jeden finden, die ganze Zeit. Wow, wow, Hex, Hex. Ich habe Hex, definitiv, alles wird gut. Also, wenn ich erbe, würde ich das jetzt denken. Und das ist derselbe. Surly Money. Surly Money? What the fuck? Hi. Aua, du Penner, Alter, was denkst du eigentlich, wer du bist? Vor allem das Ding ist, die Spieler sind richtig schlecht hier. Aber ich muss auch sagen, ich bin im Moment richtig schlecht. Weil, ich habe jetzt, glaube ich, in der Woche kein Call of Duty mehr gezockt. Nein, 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 ich wusste es. Dieser Penner, Alter. Ich wusste es ganz genau, dass ich da sterben werde. So, wenn man einfach weiß, dass man sterben wird, aber man es nicht einsehen will. Hier wird gleich einer reinkommen. Nein! Ah, shit, mein Aim, Alter. Okay, so weit liege ich gar nicht hinterher. Eigentlich müsste ich noch gewinnen. Oh mein Gott, meine Hände schwitzen gerade so, ne? Oh mein Gott. Okay, hier kommt keiner. Da sind welche. Ich nehme mich noch kurz um. Da ist keiner, okay. Und? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Da war... Nein! Ah, verdammte Scheiße, der kam von hinten, Alter. Oh mein Gott, ich schwitze gerade so. Ich muss die Gamer-Position einnehmen, das ist der Grund. Ja, definitiv. Da ist einer. Alter Schwede, was... Oh, ich habe eine S-Mine. Oh, ich habe die gar nicht benutzt, das ganze Spiel lang. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren, ey. Tada! Nein! Okay, reicht's. So, Gamer-Position, jetzt ist vorbei. Ich weiß nicht, wer von euch die Gamer-Position kennt, aber das ist die Position der Gamer. Wie der Name schon sagt. Seht ihr, den Kerl hätte ich niemals bekommen. Hätte ich nicht die Gamer-Position ein. Hier, lauf über die S-Mine. Ein Geburtstagsgeschenk für mich, für dich. Von mir, für dich. Oh mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Tada! Er wollte das nicht annehmen. Oh. Aber Geburtstagsgeschenke muss man annehmen. Wenn ich sage, du hast Geburtstag, dann hast du auch Geburtstag, du Penner. Oh, scheiße, er führt mit 3 Kills. Oh mein Gott, ich schwitze so. Er hat meinen Kill geklaut. Na super. Ja, Blitzschlag, OP. Blitzschlag definitiv OP. Hier, Geschenk. Wo ist er? Er kommt hier rein. Hier ist er, hier ist er. Auch nicht, doch nicht. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Vielen Dank für den freien Kill. Von hinten kommt einer. Oh mein Gott, ich werde immer schlechter, Alter. Ich werde immer schlechter. Die Hater haben recht, Alter.
Die sagen immer, du wirst immer schlechter, ja. Die haben recht, Alter. Ah, shit, Alter. Okay, jetzt steht wenigstens 13-13. Komm, wir können aufholen. Hier, nimm das. Tada. Hallo, jemand, der das Geburtstagsgeschenk annehmen will? Mann, heute hat echt jeder Geburtstag, Alter. Ich nehme meine zweite Secondary-Waffe raus. Immer springen. Nein, nicht geklappt. Shit. 14 zu 14. Wenn ich gut gewesen wäre, wäre ich jetzt schon, hätte ich jetzt schon gewonnen. Definitiv, Alter. Da ist ein Sniper. Ja, ich wollte erstmal warten. Hab ein bisschen zu spät geschossen. Okay, hier kommt keiner, alles klar. Wir wissen Bescheid. Bitte erzählt uns allen bitte mehr davon. Er muss hier sein. Er muss definitiv hier sein, weil er behindert ist. Oh, genau, den falschen Knopf aktiviert. Hi. Na, was geht? Oh, oh. Ich bin nicht hier. Tada, Geburtstagsgeschenk. Oh, feindliche Drohne. Oh, hi. Was geht? Oh, alle klauen meine Kills. Seid ihr alle eigentlich behindert? Könnt ihr mir bitte den Gefallen tun und nicht immer alles klauen? Habt ihr es gesehen? Er steht genau vor mir. Oh, da ist jemand. Der kommt hier hoch. Wetten? Ich wette mit euch. 10 Euro. Okay, ihr kriegt 10 Euro. Jeder einzelne von euch. Das macht genau 400, 500.000 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Ist nicht schlimm. Ich bin ja YouTube-Partner und kann mir das leisten, ha? Hm, definitiv. Alles wird gut. Wow. Nice. Er klettert durch das Fenster. Verbündete Drohne näher. Ja, das ist ein gutes Aim. Ich bin der beste Spieler ever. Was soll ich machen? Na, ja, nice. Respekt, Digga. Hm. Bestes C4 der Welt, ha? Nimm das. Tada. Okay, er wird hier nicht runterkommen. Er wird definitiv nicht hier runterkommen. Oh mein Gott, was eine knappe Geschichte. Und jetzt werde ich ihn flankieren und von hinten kommen. Tada. Okay, ich führe mit 3 Kills, aber ich darf nicht denken, dass ich jetzt hier ein Boss wäre. Doch, bin ich eigentlich schon, natürlich. Ah, dieses Sniper so OP, Alter. Dieses Sniper hier in Black Ops 2 so stark. Tada, tot. Er kommt hier lang. Oder auch nicht. Ich komme nämlich hier lang. Oh, geh von neuem Haus gesucht. Chillig. Puh, ich glaube, das sieht man gar nicht, wie sehr ich schwitze, ne? Wollt ihr mich abkühlen? Hm? Nein? Kann ich irgendwie nicht verstehen. Oh mein Gott, war das so der Flexe. Das war extrem schlecht, aber YOLO. Ich will mich nicht immer schlecht machen, aber ich bin einfach unzufrieden mit meiner Leistung. Ich weiß nicht, ich bin echt ein schlechter Spieler geworden. Ich glaube, die Hater haben einfach immer recht. Ja, genau. Hm, auf jeden Fall. Ich finde es schlimmer, gegen Sniper zu spielen, als gegen, in Anführungsstrichen, normale Gegner. Muss ich ehrlich gestehen. So ehrlich unter uns, ne? Unter uns Kollegen, ja. Aber hier mal schnell eine Dings da. Ne? Genau. Okay, da ist ja auf jeden Fall jemand. Yeah, hier sind die S-Mini gerannt. Und ich bin sofort wieder tot. Gut, letzter Kill. Machen wir 360. 360. Ja, 360. Hopp. Okay, lass uns einen coolen Kill geben. Und sogar ein Headshot. Nice. Besser als 10.000er 360, man. Man, ich geh. Yee. Yeah. Oh, man hat sogar den Headshot-Sound gehört. Nice. Mamma mia, picobello pistazie. Okay, 30 Kills, 16 Tore, nicht gut. aber gut, noch eine Runde. Yeah, wir haben Schalldämpfer und schnelles Magazin freigeschaltet. Was haben wir noch freigeschaltet für die Waffe? Schnelles Magazin und Schalldämpfer braucht man. Ja, Schalldämpfer ist auf jeden Fall gut für diese Waffe, weil Rotpunktvisier brauchen wir nicht. Weil das Visier von ihr ist schon ziemlich gut. Und ich würde gerne auf Frost spielen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag die Map sehr gerne. Frost ist eine coole Map. Also, das ist echt eine der Maps, wo ich sage, gefällt mir aus dem DLC. Vor allem für Frei für alle, ist ganz witzig eigentlich. Und was kommt jetzt für eine Map? Lass mich raten. Hijacked! Welche Map denn sonst? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist die Map Hijacked. Kennt ja keiner von uns. Ist auf jeden Fall eine Map, die nicht so viele Leute spielen wollen, weil sie so riesig ist. Das Ganze spielt sich unter Wasser ab. Hm, auf jeden Fall. Und da hinten ist übrigens eine Insel. Stellt euch mal vor, man könnte auf diese Insel fliegen oder sowas.
Das müsste man mit dieser einen Map kombinieren. Hijack müsste man mit, wie heißt die Insel, wie heißt die vom Map Pack nochmal, die Map? Wenn die kommt, sage ich euch, was ich meinte, welche Map ich meinte, aber es gibt von diesem Map Pack, gibt so eine, da gibt es so eine Map, so Stand-Map, die könnte man mit der kombinieren irgendwie so. Hier kommt einer hoch, da hinten kommt einer hoch. Wow, das war ein geklauter Kill. Nein, ich wurde noch getötet, aber ist euch aufgefallen, ich spiele schon wieder besser, seitdem ich die Gamer-Position anhabe. Wie die Gamer-Position geht, will ich erstmal noch nicht verraten, denn das ist die geheime Position. Haha, Kill für mich. Danke, vielen Dank für den freien Kill. Wow, Sniper kommen von überall. Sie machen Urlaub hier auf Hijack. Sie machen eine Schiffsreise, die Sniper. Ne? Ha? Ey, lauf nicht weg. Bleib stehen. Ey, bleib stehen. Achtung, feindliche Drohne nicht. Tada, oh, oh. Oh, keine Munition mehr. Shit. Ah, das ist der Nachteil an dieser Waffe. Die hat einfach keine Munition. Da ist jetzt jemand reingelaufen. Einen Moment mal. Nicht geklappt. Scheiße. Ich wollte ihn so töten. Tada! Hallo? Hi, ich bin Danny. Er wollte mich gar nicht kennenlernen, glaube ich. Mano. Keiner will mich kennenlernen. Keiner mag mich. Oh. Ah. Drohne, yeah. Drohne. Woo. OP. Drohne OP! Und Sniper so oder so. Der ist da immer noch wahrscheinlich, ha? Ja. Mhm, auf jeden Fall. Da ist einer. Vielen Dank für den freien Kill. Er ist einfach so durch die Straßen gesandt, so nach dem Motto, bitte töte mich. Genauso wie der. Und der wollte selbst runtergehen. Da ist einer. Hüpf. Hi. Was geht? Oh, wow, wow, Leute. Bleib mal ruhig, Alter. Ah, da kommt der von hinten. Na, cool. Mann, ist der gut. So. Stirb, du Penner. Vielen Dank. Und da sind die jetzt alle drin. Der, was der da macht, frag mich bitte nicht. Ich würde die Frage gerne beantworten, aber ich bin tot. Also kann ich sie jetzt nicht mehr beantworten, ha? Huh? Hm. Und der oben, der campt da die ganze Zeit oben in diesem Raum. Wetten, hier ist ein S-Mino oder sowas. Hier kommt er raus. Oh. Ah! Oh oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich muss mich verpissen, sorry. Oh oh. Oh, danke. Mann, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, coole Sturmflinte. Und ich bin tot und hab sie nicht mehr in der Hand. Ich liebe diese Tarnung, Alter. Ich bin fleifürchtig, Alter. Wow, die tun ja so, als bräuchte ich noch mehr Kills, ey. Aber ich habe doch genug Kills. Sehen die doch. Wieso geben sie mir alle? Das ist ja so nach dem Motto, bitte töte mich, Danny. Ich gewinne so oder so nicht gegen dich. So spiel wie der. Der chillt da einfach. Kleiner Penner. Pisser. Okay, sorry. Man beleidigt keine mal Sniper. Sie können nichts dafür, dass sie so geboren sind. Ja, ich wusste, dass er von da kommt. Er hat versucht, die ganzen Tricks hier, oder was? Wow! Sniper ist stärker als eine Stufe, Alter. Ohne Scheiße, ey. Okay, die sind da jetzt alle drin, ne? Aber das wird nichts. Oh, das war ein Hitmarker. Nice! Oh, auf jeden Fall. Guter Kill, würde ich mal sagen. Ernsthaft, Sniper sind so OP hier. Unglaublich, Alter. Mich pisst es schon wieder an, ey. Okay, ich spiele jetzt richtig. Ich habe die ganze Zeit nicht richtig gespielt. Oh, hi. Ja, natürlich. Kämpft doch weiterhin an diesem selben Ort. Sorry, Leute. Ich will mich echt nicht aufregen, aber das erinnert mich die ganze Zeit an meine Nachbarin, Alter. Kriege ich Aggression. So. Feindliche Drohne nähert sich. Sie, da ist er. Natürlich bin ich schon wieder... Es reicht. Gamer-Position weg. Ja, natürlich. Wo spawn ich denn? Wieso spawn ich dich gleich in seinem Arsch? Ich will diese Tarnung haben. Oh Mann, die ist voll langweilig, die Tarnung hier. Gutes Aim, auf jeden Fall. Nice. Ich geh jetzt hier raus, ey. Kein Bock mehr. Von da. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr spielen. Ernsthaft nicht. Ich habe das verlernt. Kann mir das bitte jemand nochmal beibringen? Oder mir sagen, wie das geht? Das Ding ist... was ich nicht mehr so drauf habe, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ist mein Aiming, ne, muss man ja ganz offen und ehrlich mal sagen, da gibt es auch keine Gründe, um da zu lügen oder sowas. Er kommt jetzt hier hoch, den werde ich jetzt killen. Jetzt kommt er hier runter, oder auch nicht, auch gut. Lass mich kurz nachladen, du Penner. Oh mein Gott, diese Waffe ist so OP, Alter. Ernsthaft, ey. Der Blitzschlag, aber wozu? Ich spiele erstmal ohne Blitzschlag. Ich habe gar keinen Bock mehr mit die
Ich mag es gar nicht. Das ist. Oh ja, okay, jetzt vielleicht. Ich muss unbedingt die AN-94 haben. Die habe ich aber leider zum Schluss. Und wetten, ich habe das Spiel jetzt gewonnen. 100%. Easy, also das war voll die scheiß Killcam, muss ich sagen. Danny, Danny, nee, yeah. Auf jeden Fall, ne? Also ich muss sagen, das war ein sehr guter Kill, ne? Also auf jeden Fall eigentlich der beste Kill der ganzen Welt. Kills der ganzen Welt. Und das war's mal wieder für diesen Part. Wie gesagt, jetzt jeden Tag um 15 Uhr. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, das zu schaffen. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde. Und ich bedanke mich herzlich, wie immer, für auch den ganzen Support an der ganzen Serie hier. Denn es macht ziemlich viel Spaß so. Ich weiß selber nicht. Also es macht mir Spaß, auch wenn ich manche Spiele verkacke. Aber mir persönlich macht es wirklich sehr viel Spaß so mit euch. Auch wenn es immer unnötige Kommentare gibt von Leuten. Und da ich YouTuber bin, lese ich mir die automatisch immer durch. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Ansehen. Bitte bewerten und mit einem Daumen nach oben nicht vergessen. Und kommentieren mit einem Hashtag Danny Burnage ist cool. Abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit in den letzten Zug zu geben. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao, ciao! Ich mich erstmal bedanken bei euch für die geile Zeit, die wir bis jetzt auf diesem Kanal hatten. Mit diesen ganzen geilen...